Wandern, das galt lange Zeit als spießig. Doch tatsächlich wandern so viele Menschen wie noch nie zuvor. Und dann stellt sich doch die Frage, warum ist denn das eigentlich so? Das möchte ich heute mit euch in diesem Video ergründen. Und ich glaube, nach dem Video besteht eine hohe Chance, dass du auch wieder Bock hast, deine Schuhe zu schnüren. Let's go! In dieser Miniserie nehme ich dich mit und gemeinsam versuchen wir die Frage zu beantworten, was ist eigentlich Wandern und warum machen wir das? Warum wandern einige Menschen 50.000 Kilometer in ihrem Leben und kriegen immer noch nicht genug? Was es genau mit uns macht, das möchte ich mit euch herausfinden in Warum wir wandern. Let's find out. Im Alltag sind wir so oft gefangen in unseren Strukturen und Routinen. Wir leben in unseren alltäglichen Rollen als Studierende oder Berufstätige, als Eltern oder Freunde. Doch was sind diese Rollen, wenn wir all das einmal kurz hinter uns lassen, wenn wir uns in die Natur begeben? In Grimms Wörterbuch wird das Wandern als fröhliches Durchstreifen der Landschaft beschrieben. Seit der Aufklärung bedeutet Natur nicht mehr nur Gefahr, ihr wird zunehmend mit Neugier und Entdeckergeist begegnet. Ein umherwanderndes Leben ist für mich ein Bedürfnis. Eine Fußreise bei schönem Wetter und in einer schönen Gegend zu machen, ohne Eile zu haben. Und an deren Ziele meiner etwas Angenehmes wartet, ist von allen Arten zu leben am meisten nach meinem Geschmack. Schreibt schon Jean-Jacques Rousseau. Für mich liegt die Magie des Wanderns in der Kunst der wenigen Dinge. Nach einer langen Wanderung irgendwo einkehren und innehalten zu können, bei einem einfachen Tee. Das gibt mir eine unvergleichbare Ruhe und Gelassenheit. Man könnte auch sagen, Wandern ist Minimalismus. Gerade beim Fernwandern hast du nur eine reduzierte Möglichkeit, viele Dinge mitzunehmen. Vorher muss gründlich evaluiert werden. Was brauche ich? Was nehme ich wirklich mit? Wir müssen uns reduzieren und gleichzeitig uns selbst vertrauen, dass wir ungeplante Situationen meistern werden. Spannend finde ich hier auch die deutsche Thru-Hikerin Christine Thürmer. Die hat nämlich schon 60.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt in ihrem Leben. Und die macht das immer ganz geschickt. Sie sagt nämlich, das beste Gefühl hast du, wenn du lange unterwegs bist und auf die simplen Dinge des Lebens sogar verzichtest in der Zeit. Das heißt, wenn sie wochenlang unterwegs war in der Natur und dann das erste Mal eine schöne heiße Dusche. Das fühlt sich dann nicht mehr an wie ein kleines Ding im Leben. Dafür musst du nicht mal wochenlang unterwegs sein, denn das kannst du schon beim einzigen Trip in der Natur merken, was auf einmal für einen Wert die simplen Dinge besitzen. After a day's walk, everything has twice its usual value. Am Ende ist das Wandern für mich aber vor allem ein Eintauchen in die Natur. Nicht nur als Gast, sondern als Teilnehmer, als ein aktiver Part, als ein Teil von allem. Gerade bei meiner Pilgerwanderung in Japan, wo ich mehrere Tage am Stück unterwegs war, erlebte ich diese Verbundenheit zum ersten Mal. In den ersten Tagen fühlte ich mich noch etwas wie ein Fremdkörper, aber nach mehr und mehr Begegnung mit der Tierwelt baute sich langsam ein Vertrauen auf. Ich bin nicht nur Besucher, ich bin Teil der Welt, die mich umgibt. Und daraus entwickelt sich, glaube ich, ganz natürlich bei jeder und jedem, der oft in der Natur unterwegs ist, der Wunsch, sie zu schützen. David Attenborough sagte schon, "No one will protect what they don't care about, and no one will care about what they have never experienced." Beim Wandern sind wir auch einmal alleine unterwegs. Aber besonders werden Wanderungen immer dann, wenn wir sie mit Menschen teilen. Ob die ganze Zeit, in Etappen oder sogar nur kurzen Begegnungen, in denen man sich hilft, austauscht oder einfach die Freude über das Wandern teilt. Diese Momente sind mir immer ganz stark im Kopf geblieben. In den Bergen sind wir schließlich alle auf derselben Mission unterwegs. Und das schweißt zusammen. Wenn ich also gefragt werde, was mich immer wieder raus in die Natur zieht, antworte ich nicht und nehme sie einfach mit. Denn Wandern hinterlässt uns mit Dankbarkeit, verbindet uns mit der Natur und unseren Mitmenschen.
Das ist der wahre Grund, warum wir wandern.